Wo sind die Grenzen im Wahlkampf, wo ist die rote Linie? Und da komme ich natürlich zur AKP und da komme ich zu Hannover. In Deutschland müssen wir wirklich aufpassen, dass wir nicht der Ort werden, wo härteste innere Konflikte anderer Länder ausgetragen werden. Es tut mir furchtbar leid. Ich bin wirklich ein Freund der Türkei. Das ist ein großartiges Land mit großartigen Menschen. Was dort passiert, das muss uns alle mit Sorge erfüllen. Es ist aber in keinem Fall akzeptabel, wenn jetzt Deutschland das Podium ist, auf dem diese Auseinandersetzungen ausgetragen werden. Ich finde es schon bedenklich, in welcher Weise Deutschland jetzt instrumentalisiert wird im türkischen Wahlkampf. Das werden wir letzten Endes nicht verhindern können. Was wir aber in Niedersachsen verhindern wollen und derzeit auch wirklich mit Konsequenz tun, das ist, dass solche Veranstaltungen in niedersächsischen Städten durchgeführt werden. Das geschieht in einer sehr engen Kooperation zwischen dem Land und den jeweils betroffenen Kommunen. Ich habe daran keine Freude. Ich will eine freie Gesellschaft haben, wo auch politische Betätigung nicht nur gestattet ist, sondern gewollt ist. Aber es gibt durchaus Grenzen, insbesondere auch dann, wenn wir, wie ich sagte, der Ort werden, wo Konflikte aus anderen Ländern ausgetragen werden. Die Hauptlast haben ja die Kommunen getragen und die Ordnungsämter mit klaren Auflagen, die sie dann auch begründet hatten. War dies aber der richtige Weg? Es ist leider der Weg, den wir derzeit gehen müssen. Wenn ich das hinzufügen darf, Kommunen und Land arbeiten da wirklich sehr eng und auch sehr vertrauensvoll zusammen. Das beste Beispiel war gestern noch einmal, da hat nämlich das Land, der Landeshauptstadt Hannover, die Möglichkeit gegeben, ein landesweit wirksames Aufenthaltsverbot zu erteilen und damit auch für die alle anderen Kommunen an dieser Stelle Klarheit zu verschaffen. Sehr viel besser wäre es allerdings, wenn es ein klares Wort der Bundesregierung gäbe. Das ist doch am Ende des Tages Außenpolitik, die sich hier bei uns eben in den niedersächsischen Städten niederschlägt. Die Außenpolitik ist nach der Aufgabenverteilung in unserem Staat Sache des Bundes. Ich finde es nicht gut, dass der Bund an dieser Stelle seine Verantwortung, ja, man muss sagen, durch Nichtstun abschiebt auf die Kommunen und auf die Länder. Und ich würde mich sehr freuen, wenn sich das ändert.